eine Schlammfliege oder eine Wasserflohfliege. Wir hatten wirklich Glück, dass wir die gesehen haben, weil die erwachsenen Tiere, die leben nur circa eine Woche. Sie legen aber dabei 300 bis 900 Eier, manchmal sogar bis 2000. Und die Entwicklung bis zum erwachsenen Tier dauert dann etwa 2 Jahre. Und diese Eier, die Larven davon, die sind dann wichtige, Ernährung für andere Tiere, für andere Wassertiere. Ja, die Futterquelle. Ja. Und hier, ja, schau nur, eine Eidechse. Eine Mauereidechse, denke ich. Mauereidechse. Und wir haben sie gefragt für YouTube, ob sie Interesse hat. Und sie überlegt sich das. Ja, YouTube. Mindestens 2 Besucher pro 14 Tage oder so. Also das sind 4 Augen. Ne? Ja, du könntest als Schauspieler in einem Actionfilm mitmachen. Was sagst du dazu? Sie muss gut überlegen. Ja, sehr nachdenklich. Sie ist am Rechnen, oder? 2 Personen, 4 ja. Augen. Und wir haben noch einen Kollegen von ihr gefragt. Für YouTube. Und ja, man sieht. Das beschleunigt seine Atmung, also er ist offensichtlich schon sehr interessiert. Ja. Oh, doch. YouTube. Ja, genau. Aber natürlich, der Schauspieler muss etwas in die Nähe kommen, sonst können wir den Actionfilm nicht drehen. Er hat es verstanden. Ja. Ja. Okay. Gut. Also, wir machen einen Film. Und du bist Darsteller sein? Nein? Doch. Doch. Super. Ja, genau. Ja. Natürlich, jetzt kannst du flirten, oder? Also, wir erwarten eigentlich, dass eine Mauereidechse einen Rückwärtssalto macht, oder? Mindestens. Ja, in einem Actionfilm. Und das ist irgendwie zu gefährlich, oder? Da musst du vielleicht mehr Gage versprechen. Okay, vielleicht sind es 3 Besucher. Einen Daumen hoch gibt es natürlich selten bei unseren Filmen. Keine Ahnung warum. Aber ich denke, so eine Mauereidechse könnte einen Daumen hoch mal verdienen, oder? Ja, sie ist sehr schön. Ja, sie präsentiert sich jetzt. Ja. Und ist auch interessiert. Das ist ihr Zuhause. Und jetzt beginnt der Actionfilm. Und? Voilà, die Action ist vorbei. Das mit dem Rückwärtssalto, das war eine Fake, oder? Wir hätten ihr eine Fliege bringen sollen. Ja. Aber sie macht jetzt doch noch extra etwas Action. Der Geheimnisvolle, oder? Ja. Der Detektiv, der Beobachter. Der Spion. Ja. Ja, wenn man die Augen verschließt, dann wird man nicht gesehen, oder? Ja. Okay. Das war eine dumme Idee, oder? Was gibt es über die Eidechsen zu erzählen eigentlich? Ja, sie gehören zu den Reptilien.
Das heißt, sie sind wechselwarm. Und sie müssen sich immer aufwärmen am Morgen, wenn es kühl ist. Und sie machen auch einen Winterschlaf, also eine Winterruhe. Und die Männchen, die erwachen früher aus dieser Winterruhe, als die Weibchen. Und sie machen dann vorher noch ein paar Revierkämpfe. Ja, das gehört und sich so. Das Weibchen, das sucht sich nachher einfach seinen Partner aus. Den stärksten nehme ich. Wahrscheinlich, ja. Ja, er ist oder vielleicht den schönsten. Ja, er überlegt sich das, ob er hübsch sein will oder stark. Oder? Ja. Und sie fressen Spinnen und andere Insekten und Schnecken. Und sie werden gefressen von? Ja, sie haben ziemlich viele Feinde von Greifvögeln, Krähen oder Neuntötern. Das sind Vögel. Ja. Vielleicht auch Füchse, ja? Oder so. Könnte sein, ja. Dann wechseln wir zu einem anderen Akteur. Das ist der... Der rotköpfige Feuerkäfer. Er ist wirklich ein sehr schöner Käfer. Ja, aber er macht sehr selten Feuer, oder? Kaum. Also wir haben jetzt beispielsweise keinen mit Streichhölzern gesehen. Oder? Nein. Aber er muss es immer sehr viel überlegen. Ja. Wo der nächste Brand gelegt wird, vielleicht. Vielleicht, ja. Gut, auch wir haben ihm da YouTube versprochen. Ja. Und ihn gebeten, etwas Action zu machen. Weil unsere Besucher erwarten das, unsere zwei Besucher, oder? Mhm. Und er gibt alles. Ja, er gibt. Das mit der, ja, volle Action, oder? Schöne Turnübung. Ja. Ja, ein perfektes Schauspiel. Ja. Und sie ernähren sich von Honigtau, von Blattläusen und Nektar und Pollen. Die Erwachsenen. Ja. Und ihre Kinderchen? Die Kinderchen, die Larven, die leben unter der Rinde, in trockenen Bäumen. Und sie fressen andere Insektenlarven. Oh, also unsere künftigen Schauspieler. Das sind eigentlich Nützlinge, zum Beispiel auch Borkenkäfenlarven. Ah ja. Ja. Er ist nicht das Blatt, ich denke, er lutscht da irgend vielleicht Pilze oder so. Kann sein, ja. Was sie allerdings noch beobachtet haben, ist, wenn die Kinderchen, die Larven, zu wenig zu fressen haben, dann fressen sie sich gegenseitig, also sie werden zu Kannibalen. Ja, so brutal ist die. Die Natur. Genau. Es dient natürlich auch dem eigenen Überleben, ja, der sicher, Arterhaltung. Ja. Also. Eine hübsche. Ja, eine Waffenfliege. Ja, sie hatte unter den Flügeln eine Pistole. Oder ein Gewehr, ich weiß es nicht. Sie sagen, es gibt ganz verschiedene Arten, es gibt auch bunt gefärbte von diesen Fliegen. Und sie sagen, der Name komme von der Färbung, welche anscheinend an alte Militäruniformen erinnert. Ja, Erster Weltkrieg, jetzt sehe ich das auch. Ja, schau mal, es gab viele grüne Uniformen. Ja. Tarnung. Ja.
Ja, auch das Schweizer Militär hatte solche. Stimmt, ja. Sehr hässlich. Ja, die waren schlimm. Ja, das wär's. Bis später. Bis dann.